Jo, Hallöchen, wir sind zurück auf Bergling. Hier natürlich erstmal wieder los. Müssen natürlich gleich mal die Akademie checken und gucken, was da so los ist. Ob wir da eventuell den einen oder anderen Drachen noch pimpen können. Weiß ich nicht. Von daher würde ich sagen, checken wir da auf jeden Fall gleich gemeinsam die Lage ab und gucken einfach mal, was da, wie gesagt, so geht. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Gucken, wie viele Drachen noch im Training sind, wie viele schon zurück sind, wen wir eventuell trainieren. Ich meine, holztechnisch haben wir jetzt zwar nicht so viel auf Tasche, aber könnten natürlich eventuell ein bisschen Glück haben, dass wir da trotzdem noch ein paar Drachen finden, die wir trotzdem irgendwie schon pimpen können, weil sie natürlich fischtechnisch hier noch gefüttert wurden. Also wie gesagt, müssen wir gleich mal gucken, checken wir auf jeden Fall gleich mal ab. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sieht es bei Walke aus, aber ich glaube, da müssen wir noch eine Weile warten. Jo, so sieht's aus. Ich sehe hier gerade noch 17 Stunden, 56 Minuten müssen wir noch warten, bis Walke hier wieder zur Verfügung steht. Also ihr seht schon, unser maskierter süßer Tod ist gerade da im Training. Von daher hoffe ich auf alle Fälle, dass da am Ende irgendwie was geht, dass wir da ein bisschen Glück haben und den auf 91 gepimpt kriegen. Also wäre auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht, welcher war bei euch der letzte, den ihr jetzt auf 91 gepimpt habt. Wie lange habt ihr für den gebraucht? Oder habt ihr vielleicht eben beide ewig lange gebraucht, wo er sagt, Alter, das hat einfach mal 1000 Mal muss ich ihn losschicken und dann irgendwann hat es endlich mal geklappt oder hattet da vielleicht auch schon eben bei, den dann nur einmal zu Walker geschickt habe und gesagt habe, Alter, beim ersten Mal hat es hier funzt. Also ich meine, manchmal gibt es so was, von daher wüsste ich ja nochmal von euch. So, wenn wir hier in der Akademie gucken, seht ihr natürlich, da mal nur noch einen Drache im Training, könnten hier 99 Runen investieren, aber ich würde sagen, ach Quatsch, das lassen wir, das wäre auf jeden Fall richtig Quatsch. Aus dem Grund würde ich auch sagen, checken wir natürlich erstmal unsere Drachen und gucken, wen war hier eventuell noch pimpen können. Ich würde fast sagen, wir entscheiden uns einfach mal für ein paar Drachen, die vielleicht nicht ganz so lange brauchen. Vielleicht 7 Stunden, 16 Minuten wäre vielleicht ja nicht verkehrt. Wir könnten aber auch sagen, wir machen das ganz anders und suchen uns jetzt noch 2 Drachen, die wir hier eventuell pimpen können, wie beispielsweise den Kältegronkel. 1:30 würde ich sagen, schicken wir den erstmal los und dann würde ich sagen, entscheiden wir uns auch gleich nochmal für den Reißzahn. Haben dann auf jeden Fall wieder 2 Drachen im Training, haben dann hier den Holzklau auf Level Nummer 81, dann haben wir unseren leuchtenden Fluch auf 81 und trainieren, wie gesagt, gerade unseren Reißzahn und unseren Kältegronkel auf Level Nummer 81. Jeweils 1,5 Stunden müssen wir warten. Eisentechnisch haben wir, glaube ich, jeweils 2 Stücken investiert und hier seht ihr natürlich, dass wir noch einen dritten Drachen im Training haben. Das heißt natürlich, da müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden. Und zwar trainieren wir hier den Nachtwächter. 7 Stunden, 15 Minuten dauert es noch. Und ihr seht, den pimpen wir dann auf Level Nummer 72. Von daher kommen wir da auch langsam, aber sicher voran. So, nichtsdestotrotz würde ich sagen, checken wir erstmal den Immerflügler, sammeln hier dieses komische Blatt ein und schicken den für 12 Stunden nochmal ab auf die Reise. Switchen hier rüber zu unserem grünen Tod. Aber da seht ihr, hier müssen wir noch 4 Stunden, 41 Minuten warten. Das Coole ist natürlich, unser Muffel ist zurück. Da würde ich sagen, drehen wir hier auf jeden Fall mal am Rad gucken, was geht hier. Mann. Wieder mal nur ein Stück Eisen bekommen, also das ist natürlich nicht so pralle. Von daher hoffe ich, dass wir jetzt eventuell die 40 Stücken bekommen. Geil, wer drückt mir die Daumen, dass da irgendwie was geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt. So, was können wir noch machen? Im letzten Let's Play haben wir natürlich die Flotte besiegt. Flotte Nummer 77 können hier nochmal in den Kampf gehen, müssen hier aber noch eine ganze Weile warten. Von daher würde ich sagen, checken wir das später mal ab. Oha, eine hervorragende Chance hätten wir mit denen. Von daher können wir die auf jeden Fall auch nochmal klar machen, könnten es auf alle Fälle probieren, aber ich denke, das machen wir natürlich dann irgendwann später. Checken jetzt natürlich hier drüben unsere reisenden Drachen. Okay, ihr seht gerade der Sturmpfeil. Ist noch eine Tour für 17 Stunden. 13 Sekunden ist natürlich nicht mehr ganz so lange. Von daher könnte man da auf jeden Fall überlegen, ob man da eventuell ein paar Runen investiert. Ich weiß es nicht, oder ob man sagt, ach Quatsch, die Zeit haben wir nur auch noch. So, weglaufen, untersuchen. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Wir laufen einfach mal weg und hoffen hier auf alle Fälle auf die 7 Runen, also das andere war nicht so pralle. Huhn trainieren, Nachtschatten trainieren. Wir trainieren erstmal das Huhn und gucken, was hier in 10 Stunden so geht. Dann haben wir hier natürlich noch unseren Fleischklops. Können wir auf jeden Fall gleich mal am Reise-Glücksrad drehen. Das werden wir natürlich auch gleich mal in Angriff nehmen. Und das Coole daran ist, wir können anschließend auf alle Fälle unseren Fleischklops, ich glaube so ja, ins nächste Level katapultieren auf Level Nummer 90. Das machen wir. Können den jetzt für 21 Stunden zu
Walka schicken bräuchten. Dafür zwar 7 Stücken Eisen. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen sparen. Außerdem kann ich euch auch sagen, ist bei Walka sowieso noch Bambule. Von daher können wir das so oder so nicht machen. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir unseren Fleischklops erstmal nochmal ab auf die Reise schicken. Haben das jetzt soweit erledigt. Und dann wollte ich mal gucken, wenn wir unseren Katapult aufwerten müssen, müssen wir auf jeden Fall die Flotte 90 besiegen. Also da haben wir auf jeden Fall noch richtig was vor uns. Wir sind gerade mal bei Flotte Nummer 78. Ich würde natürlich gerne mal wissen, bei was für einer Flotte seid ihr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich denke, dass ihr mit Sicherheit viel, viel weiter seid. Also das habe ich immer so ein bisschen schleifen lassen, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, checken wir hier auch erstmal unser 3-Stunden-Paket. Sammeln hier alles ein und hier auf jeden Fall gleich mal ab in eine Keilerei. Könnten vorher natürlich das Paket hier öffnen. Das werden wir auch erstmal tun und dann, wie versprochen, gehen wir in eine Keilerei, checken hier auf alle Fälle den nächsten Gegner und gucken, ob wir den eventuell irgendwie bezwingen kriegen. So, ich bin gespannt. Was haben wir hier für einen Gegner? Ich meine, ihr seht schon, wir haben 2 Drachen auf 12, einen auf 13. Die gegnerischen Drachen sind alle auf 13. Von daher wird es natürlich wieder mal nicht so wirklich den Zucker schlecken. Aber ich denke, wir probieren das Beste draus zu machen. Und gucken dann am Ende, was hier so geht. Okay, Alter, der trumpelt natürlich schon gut los. Gehen wir erstmal auf den hier. Dann gehen wir gleich nochmal auf den Ruf. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf den hier hinten. Und dann müssen wir natürlich hoffen, dass es relativ gut weiterläuft. Also ich denke, den Knochenräuber werden wir natürlich schnellstmöglich jetzt verlieren. Also ihr seht schon, die gehen alle auf den. Aber das ist für mich vielleicht ja nicht so verkehrt. Also ich denke, jetzt werden wir ihn verlieren. So sieht's aus. Aber ich denke, da brauchen wir uns nicht so wirklich eine Platte machen. Wir machen das jetzt so. Wollen wir mit dem erstmal angreifen? Ich würde sagen, machen wir. So blockieren wir natürlich erstmal die gegnerischen Spezialattacken. Das ist natürlich sehr wichtig, weil das Ding ist, der Gegner kann uns jetzt natürlich nicht so schnell was anhaben. Wir greifen hier erstmal an, kloppen den natürlich erstmal weg und warten jetzt natürlich gespannt ab, was der Gegner macht, wie er agiert. Spezialattacken fallen natürlich erstmal aus. Das ist für uns natürlich sehr von Vorteil, weil wir können den Rechten jetzt auf jeden Fall erstmal killen. Das werden wir auch erstmal tun, würde ich vorschlagen. Wir können nur sagen, wir ihn hier ruf. Aber ich würde sagen, das ist sinnvoller, wenn wir den hier erstmal angreifen. Klatschen den natürlich erstmal weg und haben dann nur noch den gegnerischen Drachen hier am Start, der uns irgendwie gefährlich werden kann. Also wie gesagt, gucken, was der macht. So pralle war jetzt natürlich auch nicht seine Aktion. Aus dem Grund kriegt er natürlich gleich nochmal ihn aufs Dach. Kriegt nochmal eine Spezialattacke ab und anschließend gibt der Dagus Grill ihm dann den letzte. Von daher haben wir den Sieg in der Tasche, die nächsten Pokale. Wir hören uns und das Geile daran ist, wir kriegen natürlich auch wieder mal ein Paket. Ich hoffe natürlich nicht, dass es wieder so ein bescheidenes 3-Stunden-Paket wird. Aber ja, das ist es trotzdem geworden. Mann. Naja, gut, okay. Dumm gelaufen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal in den Kampf. Probieren auf jeden Fall den nächsten Sieg nach Hause zu holen. Und holen dann hoffentlich auch ein besseres Paket nach Hause. Also das wäre natürlich geil. Von daher, lassen wir uns hier erstmal überraschen. Warten erstmal ab, wer kommt uns hier in die Quere. Wer will hier was von uns? Also, ich bin gespannt, aber ich denke mal, vom Team her sind wir relativ gut aufgestellt. Also ich habe eigentlich ein relativ gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben wieder mal 3er auf 13. Okay. Müssen wir natürlich gucken, wen greifen wir als erstes an. Ich würde sagen, wir ihn hier erstmal auf den rechten Ruf. Trotzdem der ohne Zahn natürlich der von den Lebenspunkten her der Schwächste ist, könnte man da natürlich auch angreifen, aber ich würde sagen, nee, das lassen wir erstmal sein, wir konzentrieren uns erstmal hier auf den Rechten, probieren den natürlich erstmal irgendwie platt zu machen und müssen dann natürlich anschließend gucken, was wir hier im Laufe des Let's Plays, beziehungsweise im Laufe des Kampfes hier auf die Reihe kriegen. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir greifen den erstmal an. Ich
Ja, das war wichtig. Das war sehr gut für uns, weil das Ding ist, Aktionspunkte technisch hatten nicht mehr so viel. Hier am Start, ich hoffe natürlich, dass wir gleich mal dran sind. Alter, der hat natürlich auch in die Rumpel. Aber ich würde sagen, wir greifen jetzt frontal an und gucken, ob wir den eventuell irgendwie ein bisschen schaden können. Hauen den natürlich gleich nochmal weg. Oha, und verlieren den dann auch gleich, alles klar. Greifen wir den erstmal so an. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal die Spezialattacken des Gegners blockieren. Und müssen jetzt natürlich warten, was macht der Gegner, wie agiert er? Okay. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende den Sieg nach Hause holen. Aber ich denke, wenn wir den nächsten Schlag hier irgendwie überleben, dann haben wir gute Karten. Gucken, was er macht. Alter, da gehen wir wirklich am Ende noch drauf. Alter, haben wir Pech gehabt. Also das war auf jeden Fall ein knappes Ding. Ich hätte gedacht, dass wir eventuell einen kleinen Balken behalten. Aber gut, okay. Dumm gelaufen, ich würde sagen, wir checken auf jeden Fall gleich nochmal den nächsten Kampf. Probieren es auf jeden Fall gleich nochmal und gucken, ob wir hier hoffentlich wieder mal einen Sieg nach Hause holen. Alter, das war wirklich eine bittere Kiste. Kotzt mich gerade ein bisschen an, aber gut, okay. Jetzt ist es nicht zu ändern. Jetzt müssen wir, wie gesagt, das Beste draus machen. Wir müssen gucken, ob wir eventuell jetzt nochmal einen Sieg nach Hause holen oder eventuell dann doch nicht. Also wie gesagt, lassen wir uns einfach mal überraschen und wissen dann am Ende, was hier geht, wie viele Pokale holen wir. Holen wir vielleicht noch ein fettes Paket oder eventuell nicht. Du willst auf den besten Liste. Okay, halt gerade nicht schnellstmöglich lesen können. So, wen greife ich jetzt an? Geh auf den hier. Dann hier gleich nochmal auf den. Und dann hier gleich nochmal auf den, würde ich sagen. Okay. Das war für uns eigentlich ja nicht so verkehrt. Erstmal, wir können jetzt natürlich die Spezialattacken des Gegners blockieren, aber Aktionspunkte technisch hat er nicht mehr allzu viele am Start. Von daher würde ich sagen, greifen wir natürlich erstmal hier den ohne Zahn an und hoffen, dass wir den eventuell am Ende irgendwie platt machen können. Jetzt kommt natürlich erstmal eine Spezialattacke. Okay. Greifen wir den erstmal an. Und dann hauen wir auf alle Fälle erstmal den ohne Zahn hier weg. Haben jetzt natürlich nur einen gegnerischen Drachen hier am Start. Von daher hoffe ich natürlich, dass wir am Ende hier vielleicht sogar den Sieg nach Hause holen können. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Okay. Würde ich sagen, greifen wir hier erstmal nochmal an. Und haben dann auf jeden Fall den Sieg am Start. Also ich mache mir hier gerade nicht so wirklich eine Platte, weil ich werde das erstmal so machen. Werde dem Gegner natürlich erstmal ein bisschen was vermiesen. So kann er natürlich keine Spezialattacken mehr rauskloppen. Hat natürlich angriffstechnisch auch nicht mehr eine allzu hohe Angriffskraft. Von daher ist er jetzt natürlich voll am Arsch. Den Sieg haben wir in der Tasche. Also seht ihr selbst die nächsten Pokale. Wir hören uns und jetzt hoffe ich auf alle Fälle, dass ich wenigstens mal wieder ein fettes Paket bekomme. Und, ey, das gibt's da ja nicht. Wieder mal ein 3-Stunden-Paket. Mann. Ich will auf jeden Fall mal wieder... Naja, ein 12- oder ein 8-Stunden-Paket wäre schon geil. Von daher würde ich sagen, checken wir das auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Gucken da auf jeden Fall nach, ob da am Ende irgendwie was geht. Ansonsten sind wir eigentlich für heute soweit durch. Hier haben wir 3 Drachen im Training bei Valkas Bambule. Hier bei unseren reisenden Drachen ist auch alles soweit schick. Klar, hier müssen wir noch 7 Minuten warten. Könnten nur 3 Runen investieren, wenn wir wollten. Wollen wir das einfach machen? Machen wir einfach. So, dann haben wir den am Start. Gucken hier nochmal nach. Oh, hier können wir so am Reiseglücksrad drehen. Oh, kriegen sie ja ein Paket. Gucken, was hier geht, ob wir am Ende Glück haben oder nicht, kann ich natürlich nicht versprechen. Drückt mir die Daumen. Alter, komm. Ey. Naja.
Gut, okay. Wieder mal ein bisschen doofe Laufen, aber ein Zahnrad haben wir. Dann würde ich sagen, werden wir den erstmal pimpen auf Level Nummer 92. Könnten den für 17 Stunden trainieren. 147 Milliholz würde das kosten. Aber gerade haben wir noch ein Event, so ein Snoggle-Talk-Event. Könnt ihr natürlich noch ein paar Dracheneier bekommen. Also seht ihr selbst, 3 Stück an der Zahl, ein fettes Paket. Hatten wir auf jeden Fall Pech. Von daher investieren wir hier nochmal 5 Runen, schicken den Sturmfeier auf alle Fälle nochmal los und lassen uns einfach mal überraschen, was hier am Ende so geht. Gut, ansonsten sind wir eigentlich durch, haben alles erledigt, können hier erstmal nicht so wirklich was machen aus dem Boot. Lassen wir uns hier erstmal ein bisschen überraschen, warten hier erstmal ab und checken dann später auf alle Fälle nochmal unsere Drachen. Von daher würde ich mich für heute erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.